Hoppala. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge hier, Minecraft Let's Play Staffel 6. Und auf der weiten Reise nach Himmelsstern im Land Orentarien. Orentaria. Ich hoffe, ich spreche das nicht falsch aus. Die Begriffe sind sehr frisch in meinen Gedanken. Da kann man immer mal es verhaspeln, aber dann hat man es einmal falsch ausgesprochen, da hat man es immer wieder drin. Ne? Geht ja nicht nur mir so, gibt auch viele andere, die dieses Problem haben. Hier ist ein Lavastrunk, kann man sich erstmal aufwärmen. Die Hände raushalten. Schön warm. Der Schnee, der schmilzt irgendwie nicht weg. Das ist komisch. Ja, wir müssen uns aufwärmen. Ist alles gut. Können wir irgendwo hoch? Nicht wirklich, ne? Wir müssen außen rum. Da gehen wir außen rum. Das sieht aus wie eine Treppe, wie für uns gemacht. Der See sieht übrigens aus wie so ein Fisch. Fischsee. So vor allem den jetzt. Wie so ein Walfisch. Ja. Eisbären habe ich hier noch nicht gesehen. Aber ich habe gerade einen Zombie gehört. Deswegen hüte ich mein Schwert. Lol, da ist gerade was gestorben. Ach so. Huskies. Oh, oh, oh. Schnell weg hier. Huskies sind in der Nähe. Husky, Husky. Uiuiui. Gerade noch so gerettet. Hier ist eine Höhle. Ist irgendwas zu finden? Nee. Kleine Höhle. Gar nicht mal Rohstoff in der Wand. Hier, ein bisschen Kohle, aber das war's. Das war's. Nicht gerade sehr praktisch. Aber wir haben sie mal gekennzeichnet. Ich glaube, er wird so schnell niemand hinfinden. Habe ich eigentlich auf mein Schwert Verbrennung? Nein. Aber dafür Plünderung. Das habe ich aber auf der Axt. Ja, sogar besser. Aber die Axt, die habe ich so hoch verzaubert, muss ich ehrlich zugeben. Ich glaube, ich kann da keine Verzauberung mehr draufsetzen. Und ich kann sie auch nicht mehr reparieren. Das steht fest. Das steht fest. So, da können wir uns gleich mal unser Boot rausholen. Hier ein bisschen auf dem Fluss rumfahren. Da haben wir auch Wegstrecke geschafft. So. Und reingesetzt. Hui! Das ist ja ein Rowdy. Eieieiei. Oh ja. Haha. Das macht Spaß. Gaudi. Ich bleib natürlich immer an den Rändern hängen. Aber das ist wahrscheinlich auch der Witz dabei. Jetzt bin ich drin. Im Wasser. Und es ist kalt. Boah. Weiter geht die wilde Butterfahrt. Hinten ist ein Ocean. Oh. Ja, den Ocean, den brauchst du sogar. Siehst du, kann ich gleich weiterfahren mit dem Boot. Geht das denn überhaupt? Guck mal, das geht sogar. Super. Einsame Spitze. Sind wir doch gleich ins Wasser reingerutscht. Hier treiben die Eisschollen vor sich her. Und ich muss mich erstmal richten.
Nach der Folge mache ich wahrscheinlich erstmal kurz Schluss. Erstmal ein bisschen was zu essen machen. Das war knapp in der Scholle vorbei. Und jetzt können wir da den Kurs einschlagen. Wir haben noch 27 Kilometer vor uns. Und das ist ja nur die Luftlinie. Das ist jetzt das Winterbiom hinter uns. Und erkunden neue Gefilde, denn hier hinten, so wie ihr seht, war ich noch nicht. Wir haben Zombies unter uns, die rumlaufen. Hier ist eine Insel. Eine Fichteninsel. Eine Insel mit einer Fichte? Hä? Da geht die Insel noch weiter. Ist es eine Insel oder ist es Festland? Es ist eine Insel? Nicht Inventar. Ich möchte mal kurz dorthin. Ist es jetzt wirklich eine Insel? Oder eine Halbinsel? Okay, es ist eine Halbinsel. Aber trotzdem ist diese Fichte. Das sind zwei Stämme, ne? Und zweimal derselbe Baum. Darum sieht das so komisch aus. Aber das schaut auch aus wie eine riesengroße Insel. Aber es ist schon mediterranes Gebiet. Wird schon wieder wärmer hier. Wir sind, glaube ich, immer noch im Land Nöder rum hier. Ich weiß nicht, hieß das Land so? Wo habe ich das mal hier genannt? Nöderum, genau. Nöderum, so heißt das Land hier. Weiß ich, ob das hier oben noch dazugehört? Müsste man wissen. Aber ich glaube, weil das ein Fichtenbiom ist, ich glaube, das gehört noch dazu. Glaube ich schon. So viel mehr ist da auch nicht dazwischen. Muss mir da mal hier ein bisschen was fotografieren, ein bisschen was zusammensetzen als Karte und da kann ich euch da mal eine große Landkarte präsentieren. Aber da muss ich auch erstmal, ist ein Dorf? Nein, ist kein Dorf. Das ist kein Dorf, das ist Kies oder Sand um einen Mini-Teich ringsrum. Das ist ein großer Teich hier. Hier dahinter ist der gleich, der große Teich. Haha, da ist er nämlich. Zack. Mit einem Block Höhenunterschied höchstwahrscheinlich. Werden wir aber hier weiterfahren. Das ist eine riesengroße Insel wahrscheinlich. Eine riesengroße Insel vor Nöderum. Aber ich bin mir nicht sicher, es kann auch Festland sein. Und ich erzähle gerade den größten Mist, den ihr euch nur vorstellen könnt. Klopf, klopf, klopf. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ich muss immer mal so meine Nachrichtenbox checken. Und da musste ich heute mal das Handy entstummen. Das geht jetzt auch mal zur Aufnahme nicht, dass ich das stumm schalte, weil ich auf einen wichtigen Anruf warte. Einen sehr wichtigen Anruf. Aber der Rest ist leider etwas privat. So, hier ist schon ein bisschen so subtropisches Klima. Was ist das denn? Eine Insel mit einer Eiche und einer Birke. Hier ist ein Schwarzeichenwald. Da sind Schafe gespawnt gerade. Hier drüben ist eine Insel. Packen wir mal mein Fernglas aus. Zack. 26 Kilometer. Gut Wegstrecke hinter uns gebracht. Und es wird schon wieder fast Nacht. Fast Nacht. Und ich glaube, ich gehe auch erstmal hier an dieses Festland ran. Und ich schlafe hier mal eine Runde. Was haben sie gesagt? Ab der 1.9 spawnt man jetzt hier immer hier oben drauf. Ich habe, glaube ich, gerade den Gegenbeweis geliefert, dass das wird schon immer da nicht drin mit vorkommt im Bugfix.
So, laufen wir mal ein bisschen hier rum. Gucken mal, hier drüben ist eine lila eine Höhle. Da. Da ist eine Höhle. Und da geht die Sonne unter. Wo ist das Bett? Das Bett ist da. Kriegen wir das mit drauf? Nicht wirklich. Ja, so ein bisschen, ne? So und zack. Super. Und Schwepps, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.